Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Imperium Galactic Survival. Dieses Video richtet sich an all diejenigen Spieler, die das Spiel gerade erworben haben oder geschenkt bekommen haben, gewonnen haben, weiß ich nicht, und nicht genau wissen, was zu tun ist. Es gibt im Internet einige Guides, die meistens auf Englisch gehalten sind. Und deswegen mal so ein kurzer Überblick über das, was man vielleicht direkt nach dem Spielstart machen sollte, damit man ein bisschen überlebt. Kurze Erklärung zum Menü, zu den verschiedenen Startoptionen und ja, das Ganze, wie ich es jetzt mache, ist mein Weg. Es gibt natürlich einige Sachen, die man machen muss, damit man weiterkommt. Alles andere entspricht dann aber eurer eigenen Spielweise. Ich will hier keinem irgendwie seine eigene Spielweise vorgeben oder sagen, so ist es richtig. Am Anfang gibt es, wie gesagt, ein paar Punkte, die man machen muss, aber danach kann sich jeder frei entfalten und tun und lassen, was er möchte. Und das wollte ich nur noch mal kurz am Rande erwähnt haben. Es ist ein tolles Spiel, das macht wirklich viel Spaß. Und es geht hauptsächlich halt ums Überleben. Im Menü haben wir einige Punkte, die wir auswählen können. Einmal Neues Spiel, können wir einen Spielnamen vergeben. Ich setze das jetzt einfach mal auf Guide, und dass jetzt ein Guide wird. Bei Spielmodus haben wir die Möglichkeit, entweder Survival zu nehmen oder Kreativ. Im Kreativmodus könnt ihr euch halt austoben und bauen nach Herzenslust und Laune, wie ihr wollt. Im Survival-Modus geht es dann schon ein bisschen zur Sache. Da ist der Reiz des Spiels auch drin. Das werden wir dann aber gleich sehen, sobald wir im Spiel drin sind. Dieser Zufallsstartwert, da habe ich jetzt einfach mal mein Geburtsdatum genommen, kann man eine x-beliebige Zahlenkombination eingeben und aufgrund dieser Zahlenkombination wird dann die Welt generiert oder die Welten, die Planeten. Das sieht dann alles immer anders aus. Als Startpunkt haben wir zwei verschiedene Planeten zur Auswahl. Einmal Akua, das ist leicht, das kann man oben rechts lesen. Und dann gibt es noch den Wüstenplaneten Omikron. Da geht es schon ein bisschen härter zur Sache. Man muss zum Beispiel immer Sauerstoff herstellen, weil die Atmosphäre halt nicht zum Atmen geeignet ist, während Akua halt, ich würde es mal als erdähnlich bezeichnen, gemäßigter Planet, genau, mit Ozean und so weiter und so fort. Das Paradies auf Erden sozusagen. Das ist der Reiter Neues Spiel. Wir werden gleich auch über diesen Reiter ins Spiel reinhüpfen. Um das Spiel fortsetzen, könnt ihr eure Spielstände, eure gespeicherten Spiele wieder aufrufen, weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Da gibt es auch ein paar Besonderheiten, die werde ich nachher nochmal erklären. Da seht ihr mal das letzte Speicherdatum und es ist ganz, dieser Button hier, ein Backup, ist ganz, ganz wichtig. Das Spiel speichert nämlich, wenn man aus dem Spiel rausgeht, automatisch. Das heißt, wenn ihr gestorben seid oder ein Schiff verloren habt oder irgendwas schiefgelaufen ist und ihr habt kein Backup gemacht, dann startet ihr genau wieder da. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich seinen Spielstand nimmt, bevor man spielt, so mache ich zumindest immer einmal Backup drücken, dann dauert es ein bisschen, weil die Dateien doch sehr, sehr groß sind. Und dann werden wir gleich sehen, wie hier ein Backup erstellt worden ist. Ein Backup vom Backup vom Backup. Ich hange mich da halt von Backup zu Backup. Das funktioniert soweit ganz gut. Ja, Vorführeffekt. Wir warten. Ich habe auch am Anfang gedacht, Mann, das kann doch nicht so lange dauern. Aber es dauert leider ein bisschen länger. Und je nachdem, was ihr für ein System habt. Ich spiele es jetzt nicht von der SSD. Da ist der Spielstand. Jetzt haben wir da unseren Spielstand, Spielladen und dann sind wir direkt im Spiel drin. Ihr könnt die Spielstände auch löschen. Ihr könnt das Ganze auch direkt über über euren Windows-Browser machen. Das geht auch. Könnt ihr auch ins euer Steam-Verzeichnis reingehen und die Spielstände manuell löschen oder kopieren, umbenennen. Das funktioniert da alles. Multiplayer funktioniert aktuell mit Umwegen. Es gibt noch keine dedizierten Server. Die werden jetzt mit der 4.0 aller Voraussichtlichkeit nach implementiert. Das heißt, aktuell geht es nur über Hamachi zum Beispiel, über Peer-to-Peer-Programme oder über VPN-Verbindungen. Das ist auch die Art und Weise, wie ich mit dem Well aktuell spiele. Dann gebe ich hier seine E-Mail-Adresse ein, mache das Programm auf dem Rechner auf und er gibt das bei sich frei und dann kann ich bei ihm auf dem Server oder auf seinem PC mitspielen. Das ist nicht seine IP-Adresse, die habe ich vorher geändert natürlich. Keine Sorge, da kommt ihr nicht auf Wells Rechner. Mit der 4.0 wird sich das, wie gesagt, hoffentlich geändert haben und wir haben dann dedizierte Server mit wesentlich größeren Sonnensystemen noch und größeren Planeten und ach, das wird alles toll. Unter Optionen habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Grafik einstellen, ihr habt Audio, Musik und Gesamtlautstärke ist noch nicht so umfangreich, diese Auswahlmöglichkeit. Vor allem bei den Videos kann man aus drei vorgegebenen wählen. Das wird sich hoffentlich auch noch ändern. Steuerung, klar, könnt ihr eure Tastenbelegung ändern. Unter Diverses könnt ihr Spielhinweise an- oder abschalten und die Sprache einstellen. Ich habe es jetzt mal der Verständlichkeit halber auf Deutsch eingestellt.
Und unter Spieler einrichten könnt ihr eurem Spieler einen Namen geben, auswählen, ob es ein Männlein oder Weiblein sein soll. Ihr könnt verschiedene Farben für eure Anzüge anpassen. Zwei Farben zur Auswahl, da seht ihr hier die anderen noch. Oh Gott, grausam. Und das war's vom Menü her eigentlich. Da gibt's noch die Verlinkung zu Facebook, Twitter, Anleitungen auf Englisch gibt's da. Die sind aus der Alpha 1 allerdings. Und ja, wir starten jetzt einfach mal. Jetzt hat er hier irgendeinen anderen Spielenamen genommen. Nein, nein, das möchten wir nicht. Nenne ich das mal Guide, Survival, Geburtsdatum und der Startpunkt. Und dann springen wir doch direkt mal rein. So, da sind wir auf dem schönen Planeten Akkur. Da werden wir schon begrüßt von den örtlichen Dinos. Steuerung ganz normal, WASD. Und der Maus schaut ihr euch um. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Im Mausrad könnt ihr die verschiedenen Slots auswählen auf der Seite. Und durch eure verschiedenen Werkzeuge und Waffen oder anderen Items scrollen. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, wir sind zwar hier gestartet, aber es geht wahrscheinlich noch besser. Wir schauen jetzt mal. Und das ist halt das, wenn ihr diesen Zufallstartwert eingebt, dann landet ihr halt an verschiedenen Stellen, beziehungsweise die Planeten sehen dann anders aus. Werden anders aufgebaut. Wenn ihr startet, ich gehe einmal kurz die Tastenbelegung durch. Mit I könnt ihr euer Inventar aufrufen. Das ist aktuell noch leer. Hier unten könnt ihr Sachen reinlegen zum Vernichten oder zum Ablegen. Dann landen die auf dem Boden. Eure Gesundheit, Nahrung, Sauerstoff und Ausdauerwerte seht ihr hier. Nahrung, Sauerstoff gehen immer weiter runter. Nahrung ist klar. Man kriegt Hunger. Also Gesundheit geht nur runter, wenn man getroffen wird oder verletzt worden ist zum Beispiel. Da gibt es verschiedenste Szenarien. Da gibt es hier noch verschiedene Ausrüstungsslots, die noch nicht freigeschaltet sind, leider. Außer der Helmslot. Mit U können wir den Helm abnehmen. Das sieht man vielleicht ganz gut, wenn man auf V drückt. Dann hat man die Außenansicht aktiviert. Das geht auch im Raumschiff. Und wenn wir U drücken, ist der Helm ab. Auf Aqua können wir ruhig ohne Helm rumlaufen. Das heißt, wir müssen nicht unsere Sauerstoffvorräte hier verbrauchen, außer wenn wir unter Wasser sind. Zum Tauchen müsst ihr dann wieder einen Helm aufsetzen. Das ist natürlich logisch. Sonst saufen wir nach einer Zeit ab. Und das sind so die Werte, um die es geht. Das heißt, wir müssen gesund bleiben. Wir brauchen immer genug zu essen. Im Weltraum und auf anderen Planeten müssen wir dann für Sauerstoffvorrat sorgen. Und ja, Ausdauer verbraucht man, wenn man rennt. Das heißt, wenn ich einfach nach vorne laufe und Shift drücke, rennt der Kollege. Wir haben fast 10 Meter pro Sekunde, die wir zurücklegen. Mit J aktiviert ihr euren Jetpack. Das seht ihr jetzt unten links. Jetzt ist der Jetpack aktiviert. Jetzt können wir damit mit der Leertaste ein bisschen höher fliegen. Der verbraucht sich halt. Und damit können wir dann etwas höhere Hindernisse überwinden. Wir können mit eingeschaltetem Jetpack allerdings nicht mehr rennen. Das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, passiert das nicht. Geht nichts. Oh, das sieht aber echt schön aus hier. Das ist ein schöner Seed. Da hinten sehen wir schon etwas nicht Natürliches. Da kommen wir aber später drauf zu sprechen. So, jetzt gucke ich mal eben. Wir sind hier recht doof gelandet. Ich mache den Jetpack mal wieder aus. Was wir am Anfang haben, ist dieser Escape-Pod. Den Namen erkennt man gleich, wenn man mindestens 15 Meter weit weg ist. SV steht für Small Vehicle Escape-Pod. Es gibt mehrere Fahrzeugtypen im Spiel. Da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen. Container, Kisten, Gegenstände und so weiter werden mit der Taste T geöffnet. Das seht ihr oben rechts auch immer, wenn ihr interagieren könnt. Geht das so. Wenn ihr startet, habt ihr euch selber halt und das Raumschiff hier. Am Raumschiff sind 4 Cargo-Boxen und noch ein paar andere Einrichtungen. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben. Das heißt, wir brauchen Nahrung. Und eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist die Kraftstoffzelle. Davon haben wir am Anfang 5 Stück. Packt mal eine direkt weg. Haltet eine, egal wo ihr seid. Das ist eine der wichtigsten Regeln im ganzen Spiel. Habt immer genug von den Dingern. Mindestens eine. Die kann euch wirklich den Hintern retten, auf gut Deutsch. Ihr habt am Anfang Material da, um die herzustellen. Hier sind noch andere Sachen drin. Tragbares Arbeitslicht, Sauerstoffflasche, die wir aktuell nicht brauchen. Sauerstoffgenerator und ein Kern. Das nehmen wir mal alles rein. Ihr könnt das natürlich mit der linken Maustaste aufnehmen, reinziehen oder ihr drückt einfach die Shift-Taste und könnt die Sachen direkt hin und her schieben.
Im nächsten Container gibt es noch mehr tolle Sachen. Taschenlampe, Pistole, Munition, 50er Kaliber. Nehmen wir mal mit die 150 Schuss für unsere kleine Pistole hier. Dann haben wir, das ist auch toll übersetzt, ein Terrainverdampfer. Im Englischen heißt das Drill, also Bohrer. Das brauchen wir, um Erze abzubauen zum Beispiel. Komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Verdampferladung nehmen wir mit. Ein Einebnungswerkzeug. Die ganzen Sachen werde ich noch genau erklären. Wir nehmen erstmal alles mit raus, was wir brauchen. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch mehr Kisten. Das ist eine der wichtigsten Kisten. Hier sind ganz viele Barren drin. Siliziumbarren, Kupferbarren, Eisenbarren, Kobalt, Magnesium, Promethium Pellets und Kunststoffrohmaterial. Das brauchen wir am Anfang jetzt nicht unbedingt, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. So, wenn ihr jetzt hin und her klicken wollt oder euch das hin und her klicken sparen wollt, einfach hier oben drauf, dann nehmt ihr den gesamten Inhalt aus der Box mit raus. Und in dieser Box befindet sich alles, was wir dann nachher zur Nahrungsmittelproduktion benötigen. So, das erste, was wir jetzt aber machen möchten oder machen müssen, ist Energiezellen herstellen. Wir haben hier einmal den Treibstofftank, der ist aktuell noch leer. Da können wir jetzt mal die vier Kraftstoffzellen reinschmeißen. Ihr könnt nachher auch einfach hingehen und mit Shift-Links-Klick alles reinschmeißen. Wenn ihr einen Stapel habt, könnt ihr mit der rechten Maustaste einzelne Elemente hinlegen, wenn ihr den Stapel aufgenommen habt. Ansonsten könnt ihr mit der rechten Maustaste den Stapel halbieren. So, wir haben Treibstoff im Tank. Und um jetzt die Kraftstoffzellen herzustellen, benutzen wir den Constructor. Der Constructor ist dafür da, es gibt mehrere Arten von Constructoren. Also es gibt einmal so einen kleinen, der jetzt im Schiff eingebaut ist, dann gibt es einen großen und nochmal einen Advanced. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Am Anfang reicht uns der Kleine, der im Schiff drin ist. Eine andere Möglichkeit haben wir auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und da gibt es verschiedene Unterkategorien von Gegenständen, die wir herstellen können. Das sind einmal Waffen und Items, zum Beispiel Pistole, unseren Bohrer, Lackierpistolen gibt es da, Reparaturwerkzeug und verschiedene Waffen- und Munitionsarten. Das erweitert sich nachher noch, wenn wir eine Basis gebaut haben und einen großen Konstruktor gebaut haben. Dann ist das Feld bis unten in voll und wir können Waffen für Flugzeuge oder für Raumschiffe bauen, Flugzeuge. Für Raumschiff oder für Bodengleiter, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Zweite Reiter sind Building Blocks. Das Spiel ist, wie soll man sagen, wie bei Minecraft zum Beispiel, besteht das Ganze aus Blöcken, auch wenn man es im Terrain nicht direkt sehen kann. Noch besserer Vergleich wäre zum Beispiel Space Engineers. Wenn das mal einer von euch gespielt hat, da gibt es auch halt diese Blöcke, die man baut. Und genauso wird auch in Imperium gebaut. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen, zum späteren Zeitpunkt. Dann gibt es Komponenten, die wir bauen können. Das heißt, wenn wir Erze abgebaut haben zum Beispiel, können wir die in Barren umwandeln und aus diesen Barren verschiedene Materialien herstellen, wie zum Beispiel Elektronik, Kabel, Rohre und all so ein Zeugs, woraus wir dann nachher Devices herstellen können. Also einen großen Konstruktor zum Beispiel oder Frachtboxen, Kühlschränke, Nahrungsmittelprozessor, also man kann auch Küche sagen, Generatoren und so weiter und so fort. Also die Kette, Rohstoffkette ist Roherze, daraus werden dann Barren gemacht, aus den Barren werden die verschiedenen einzelnen Komponenten gemacht und aus den einzelnen Komponenten werden nachher die Geräte gebaut. Eigentlich recht simpel. Eigentlich. Jetzt geht's los. Also, wir brauchen Kraftstoffzellen. Kraftstoffzellen benötigen Promethium Pellets, das seht ihr rechts unter Input Items und zwar 10 Stück. Wenn wir jetzt hier durchgucken, haben wir 350 Stück davon. Das heißt, wir können jetzt summa summarum 35 Stück herstellen. Mit der linken Maustaste packt ihr die Sachen unten in die Warteschlange. Wenn ihr dabei Shift gedrückt haltet, macht ihr daraus 10er Stapel. Das funktioniert leider nicht bei allen Items. Es gibt zum Beispiel ein paar Nahrungsmittel, die man einzeln herstellen muss. Da funktioniert das mit der Shift-Taste nicht. 350, 35, das heißt, wir sollten jetzt genau damit hinkommen. Dann schalten wir das Ganze an und merken, dass noch nichts passiert. Warum? Sehen wir jetzt gleich. Ich schmeiß mal eben kurz den Rest der Rohstoffe noch hier rein. Und ja, warum funktioniert noch nichts? Wir haben zwar Sprit drin, aber wir haben die Energie noch nicht eingeschaltet. Wenn ihr auf das Cockpit drauf schaut, drückt ihr T, dann seid ihr im Cockpit drin. Ihr könnt euch auch hier mit V umgucken und unten steht schon der Tipp, schaltet den Hauptschalter an mit Y oder über die Steuereinheit. Ja, wo ist die Steuereinheit, fragt ihr euch. Wenn ihr P drückt, seht ihr die Steuertafel, da seht ihr jedes einzelne Element, was verbaut worden ist, außer den Blöcken, also außer den Building Blocks, sage ich mal, wie diese Würfel und so weiter, sondern alle Devices.
So, wenn ihr drin sitzt, könnt ihr einfach Y drücken und Energie ist da. Jetzt seht ihr rechts unter SV Escapepod Stromverbrauch 16%, Strom für 14,6 Minuten. Das ist Echtzeit. Das heißt jetzt auch noch 14,4 Minuten. Danach ist der Strom alle und wir haben nur noch eine Energiezelle übrig. Aber dadurch, dass wir gerade hier Strom reingeschmissen haben, sehen wir, eine ist schon verbraucht worden. Die ist aktuell jetzt gerade im Zyklus drin und wird benutzt. Und unser Konstruktor produziert fleißig Kraftstoffzellen. Da seht ihr nochmal ein paar wichtige Infos. Also wir brauchen diese 10 Promethium Pellets. Ein Zyklus dauert 7 Sekunden. Also bis das einmal fertiggestellt ist. Und unter Output Count steht eine 2. Das heißt, wir kriegen pro 10 Pellets kriegen wir 2 Kraftstoffzellen raus. Und wenn ihr mal irgendwann im Spiel leer laufen solltet, das heißt, wenn ihr keine einzige Kraftstoffzelle mehr irgendwo habt und eure ganze Energie aus ist, dann war's das. Also wenn das Schiff aus ist, wenn eure Basis keinen Strom mehr hat, also auf Akur könnt ihr dann noch ein bisschen überleben, indem ihr einfach nur Nahrung sammelt. Aber ihr könnt halt nichts mehr herstellen. Und auf anderen Planeten, wo ihr auf Sauerstoff angewiesen seid, ist das der sichere Tod. Das dauert dann halt ein bisschen, dann ist das Spiel vorbei und dann könnt ihr von vorne anfangen. Deswegen, oberste Faustregel, immer eine Kraftstoffzelle irgendwo haben. Ich packe die jetzt einfach mal hier mit rein. Zur Sicherheit. Und ihr seht auch, das Triebwerk läuft. Alles klar. So, die Grundversorgung ist getan. Das ist mit einer der wichtigsten Schritte im ganzen Spiel, dass ihr Kraftstoffzellen herstellt. Wenn ihr die erstmal habt, ist gut. Dann könnt ihr ein bisschen aufatmen. Aber ohne die geht leider gar nichts. Jetzt ist die Stelle hier nicht so ganz so toll, weil ja, wir sehen leider keine Ressourcen vorkommen. Und das Schiff ist so aktuell nicht flugfähig. Wir haben nur eine Schubdüse, die uns nach vorne bringt. Aber wir haben nichts, um raufzufliegen, um runterzufliegen, links, rechts, alles nicht drin. Das heißt, je nachdem, was ihr jetzt machen möchtet, jetzt gehen da die Variationen schon los. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, gut, dann laufe ich jetzt erstmal los und suche mir ein paar Ressourcen und baue mir eine Basis und so weiter. Das ist im Grunde auch der richtige Schritt oder der nächstlogische Schritt, möchte ich so ausdrücken. Ohne Ressourcen geht in dem Spiel nichts. Es ist am Anfang, kann es ein bisschen mühselig sein, sich alles zusammenzusuchen. Aber es macht auch Spaß. Jetzt überlege ich gerade, diese Insel in der Mitte ist ja eigentlich ziemlich cool für eine Base. Muss ich mal schauen. Gut, während unsere Energiezellen hergestellt werden, kann ich euch mal so ein bisschen die Flora und Fauna von dem Planeten hier zeigen. Es gibt verschiedene Sachen, die essentiell wichtig sind. Eine der wichtigsten ist Fiber. Das ist das hier. Wann immer ihr das seht, wann immer ihr dran vorbeilauft, nehmt es mit. Es stackt, es belegt nur einen Slot. Und sammelt davon am besten so viel auf, wie es geht. Hallo Dino. Der tut nichts. Der will nur spielen. Der schwebt. Fiber braucht ihr nachher, um Lebensmittel herzustellen. Und für einige andere Sachen noch. Also Fiber ist sehr, sehr wichtig. Und nimmt, wie gesagt, keinen Platz weg. Sammelt den auf, wann immer es geht. Wenn ihr auf Akua startet, könnt ihr diese Corn Dogs zum Beispiel mitnehmen. Die könnt ihr direkt essen, indem ihr euch die einfach hier in die Leiste reinzieht und die linke Maustaste drückt, dann seht ihr gleich, wie die Nahrungsanzeige ein bisschen nach oben geht. Im Raumschiff habt ihr Notverpflegung. Die geben euch 500 Nahrung und wenn ihr seht, Nahrung maximal 500, mit dem Ding macht ihr also, wenn ihr kurz vorm Sterben seid, euren Nahrungswert wieder ganz nach oben, komplett voll. Gereinigtes Wasser bringt ein bisschen Ausdauer, das brauchen wir auch nachher für die Herstellung von verschiedenen Saatgut und so weiter und so fort. Noch ein Medikit dabei, ein kleines, es gibt auch noch große. Gegengift, falls uns was Böses beißt. Und dann verschiedene Werkzeuge. Kommen wir gleich zu, sobald wir ein Vorkommen gefunden haben. Des Weiteren gibt es auf dem Planeten diese lustigen Stängel. Das ist Alien Plasma. Bei ZR1, das brauchen wir dann nachher, um kleine Medikits herzustellen. Diese hier. Ich würde euch aber empfehlen, wann immer ihr diese Kugeln hier seht, sammelt die ein. Das ist Alien Plasma T6, nennt sich das Ganze. Das ist eine der Hauptzutaten für große Medikits. Die stacken auch, nehmen auch keinen Platz weg, sind absolut Gold wert und respawnen nach einiger Zeit. Ich glaube nach ein paar Minuten, bis zu einer Stunde oder so, dann hat man dann neue. Es gibt verschiedenste Pflanzenarten, ich konzentriere mich jetzt gerade mal nur auf die wichtigsten. Kaffeebohnen, klar, könnt ihr dann Kaffee herstellen und damit dann eure Ausdauer wieder nach oben
pushen. Ich schmeiße es erstmal hin. So sieht das aus, wenn man was auf dem Boden liegt. So sieht es übrigens auch aus, wenn ihr sterbt. Dann habt ihr einen Rucksack liegen und da leuchtet aber noch ein rotes Licht. Diese Pflänzchen, Akua-Früchte, sind fantastisch. Die wachsen auch nach, sehen so aus, geben einem auch 50 Nahrung. Aber das Beste ist, ihr könnt die nachher anpflanzbar machen. Das heißt, ihr macht Samen daraus und könnt die dann einfach im Boden setzen und habt aus einer Pflanze zwei gemacht und so weiter und so fort. Und wenn ihr da ein paar von habt, könnt ihr euch rein theoretisch nur davon ernähren. Das Problem ist halt, dass sie doch etwas Platz wegnehmen, weil die Einzelnen dann hier drin sind. Und um 500 Nahrung voll zu machen, bräuchtet ihr alleine schon 10 Slots mit Akua-Früchten. Da gibt es dann bessere Methoden. Das werde ich in einem separaten Tutorial aber nochmal erklären. Das ganze Kochen und Farming und so weiter und so fort. Das ist viel Fiber, das nehmen wir alles mal mit. Dann haben wir schon mal ein bisschen was in der Tasche. So, was wir jetzt machen möchten, ist, wir suchen uns Vorkommen. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, Promethium, Kobalt. Wir brauchen eigentlich alles. Um zu wissen, was es denn auf diesem Planeten gibt, gibt es die schöne Taste M. Die macht euch dann die Karte auf. Das ist der Planet. Ihr könnt fast jeden Punkt vom Planeten begehen, außer die Pole. Die sind aktuell noch gesperrt. Warum, weiß ich leider nicht genau. Ist aktuell nicht möglich, dahin zu fliegen. Da ist so eine grüne Wand. Nee, Quatsch, keine grüne, so eine rote Wand. Und da könnt ihr nicht durchfliegen. Das Spiel verfügt über einen Tag-Nacht-Zykluswechsel. Das heißt, in 2 Stunden 54 Minuten Spielzeit, nicht echte Zeit, wird es dunkel. Auf dieser Seite vom Planeten ist es schon dunkel. Was man dazu sagen muss, in der Dunkelheit kommen andere Kreaturen. Mehr verrate ich aber noch nicht. Nichts Schlimmes. Wir laufen jetzt mal ein bisschen rum und gucken, ob wir irgendwo was finden, was interessant sein könnte. Eine Frucht, die nehmen wir gerne noch mit. Und wenn wir was Interessantes sehen oder in die Reichweite von etwas Interessantem kommen, dann sagt uns das Spiel sofort Bescheid. Ich habe diesen Seed auch noch nicht gespielt, deswegen weiß ich leider nicht, wo jetzt was Interessantes ist. Das ist immer so ein bisschen Glückssache. Entweder spawnt man direkt irgendwo, wo tolle Sachen sind, oder man muss ein bisschen laufen. Und mein Ziel wäre es jetzt, den Escape Pod, das kleine Raumschiff, flugfähig zu machen. Das heißt, wir brauchen ein RCS-Modul. Damit können wir das Ganze dann steuern und wir brauchen ein paar Schubdüsen. Die Sachen können wir aber nicht im Raumschiff herstellen, sondern dafür müssen wir dann eine Base bauen. Alternativ können wir einen Bodengleiter herstellen im Raumschiff. Das heißt, falls ihr rumfliegen möchtet, könnt ihr mit einem Bodengleiter durch die Gegend fahren. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, weil die Entfernungen sind schon recht groß. Und ich glaube, darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Ich laufe einmal so im 500 Meter Radius ungefähr ums Raumschiff rum und gucke mal, ob ich irgendein Vorkommen finde. Jetzt seht ihr meine Ausdauer aus alle, weil ich die ganze Zeit natürlich mit Schiff gelaufen bin. Dann schaltet ihr einfach den Jetpack ein und könnt durch wiederholtes Drücken der... Tja, super. Der Leertaste schweben und seid dadurch auch noch schneller unterwegs. Jetzt haben wir das zweitwichtigste Rohstoffvorkommen gefunden, was es gibt. Eisenerz, da hinten seht ihr es, in 400 Metern Entfernung. Eisen wird halt dazu benötigt, um alle Sachen herzustellen, die wir zum Bau von Basen brauchen. Das ist der Grundstoff von allem. Was noch wichtiger ist, ist Promethium, woraus wir dann die Kraftstoffzellen herstellen können. So, jetzt möchte ich gerne durchs Wasser gehen, das heißt Helm mit U wieder aufsetzen. Und rein da. Und Kobalt direkt daneben. Oh, super, da hinten ist da sowas. Sehr schön. Ich mache den Jetpack mal aus und dann schwimmen ganz normal, sonst hüpfen wir immer rauf und runter hier. Ja, da bummelt's wieder. Das Schöne bei Imperium ist, ihr könnt natürlich auf dem Planeten rumfliegen, könnt aber auch nachher in den Weltraum vorstoßen und dann zu den anderen Planeten fliegen, die man hier ab und zu schön sehen kann. Bei Nacht sieht man die noch besser, da ist noch einer, die Sonne blendet gerade ein bisschen, das sind zwei Planeten. Und das ist super, das macht total Spaß. Also das Freiheitsgefühl in dem Spiel ist absolut unbeschreiblich. So, wir schwimmen mal zu dem Eisenerzlager und holen uns mal ein bisschen Eisen. Dann seht ihr schon mal so ein bisschen den Mining-Prozess und den Verarbeitungsprozess nachher. Diese Größen ist halt immer die Größe. Also die Vorkommen sind so, wie in so einer Art Kugel aufgebaut. Seht ihr gleich bei dem Sechser, das ist nicht allzu groß. Mal gucken, wie weit wir das abgebaut kriegen.
Dann gehe ich gleich nochmal kurz auf die Karte ein. Da war ich nämlich gerade stehen geblieben. Oh, da tut sich ein Dino vor uns auf. Oben rechts habt ihr die Minimap. Da sehen wir unser Raumschiff noch, unser kleines. Und die beiden Vorkommen werden auch dargestellt, Gott sei Dank. Genauso ist das mit außerirdischen Strukturen. Ja, es gibt Aliens hier. Beziehungsweise auch Drohnen und anderes lustiges Zeug. So, wenn wir auf die Map nochmal schauen, sehen wir, da ist unser Schiff und hier ist das Eisenerzvorkommen und das Kobalt, was wir gerade beides gefunden haben. Wenn ihr hier rechts schaut, Resources, 1 von 6, das heißt, wir haben 1 von 6 Eisenerzlagern gefunden. Also irgendwo auf diesem Planeten sind noch weitere 5 Stück versteckt. Genauso ist es bei Kobalt, bei Kupfer, das sind 6 Stück, da haben wir noch kein Silikon, Promethium und Magnesium. Es gibt noch weitere Rohstoffe, die allerdings dann nur auf den anderen Planeten zu finden sind. Ein Rohstoff gibt es tatsächlich auch nur auf Asteroiden und das ist, das kann sehr einfach sein, die zu holen, es kann aber auch sehr beschwerlich sein, da hinzukommen. Am Anfang macht es Sinn, wenn ihr euch direkt auf das Lager draufstellt und dann nehmt ihr euren Terrainverdampfer zur Hand. Seid immer sicher, dass ihr genug Verdampferladung dabei habt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein tiefes Loch buddelt und sitzt unten und wollt wieder raus und merkt, oh oh, ihr seid alle, dann kommt ihr da nämlich nicht mehr raus, auch nicht mit dem Jetpack. Weil der nicht allzu hoch fliegt. Das kommt darauf an, wie tief euer Loch dann ist. Mit der linken Maustaste fangt ihr an zu graben. Ich zeige das mal von außen, dann sieht man das ganz schön. Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis dabei, dann kriegt man so eine einigermaßen homogene Form hin. Man kann natürlich auch nach unten gucken und sich dann gerade runter buddeln, aber so sehe ich meine Chance, ein bisschen besser hier wieder lebend rauszukommen. Am Anfang habt ihr Gras, Erde und dann seht ihr, hier verändert sich die Textur. Das ist, müsste jetzt schon das Eisen sein, das werden wir gleich sehen. Jawohl, da sind die dicken Eisenkugeln. Also ihr baut ab mit der linken Maustaste und dann kullern da die Eisenkugeln raus. Die könnt ihr dann mit T aufnehmen. Erz wird nicht automatisch aufgenommen, ihr müsst es also einsammeln. Jetzt haben wir schon 12 Eisenerz. Ganz wichtig ist, das habe ich schon festgestellt in meinem Singleplayer-Spiel, wenn ihr zu viele von diesen Kugeln am Boden habt, ich weiß leider nicht, wo das Limit ist, ich hatte 40, 50, 30, ich habe keine Ahnung, dann fangen die an zu verschwinden wieder, die despawnen. Also da müsst ihr also aufpassen, also immer regelmäßig mal zwischendurch runtergucken, aufsammeln, damit euch da ja nichts verloren geht. Das ist zu schade, das wertvolle Zeug dann einfach verschwinden zu lassen. Ihr könnt auch mit der rechten Maustaste dampfen. Da wird ein bisschen langsamer abgebaut. So steht es zumindest beschrieben. Ich merke da keinen Unterschied. Und wenn ihr beide benutzt, da merkt man einen Unterschied, dann seht ihr, wie der Munitionsvorrat doch rapide nach unten geht. Also wesentlich schneller, als wenn ich zum Beispiel jetzt nur die linke Maustaste gedrückt halte. Und sozusagen der Turbo-Modus. Ich mache es immer so beim Abbauen, Drehen und immer direkt T drücken, dann sammelt man alles direkt ein. Fast alles, das meiste zumindest. Und das kann eine ganz schön langweilige Arbeit werden, weil wenn man so ein Capital Vessel bauen möchte, also ein großes Raumschiff, da braucht man zigtausende Eisenerz. Was zu zweit natürlich noch mehr Spaß macht, das heißt, wenn man mit mehreren Leuten spielt, wenn die Dedicated Server einmal da sind, geht das Ganze lockerer von der Hand. Ich mache jetzt mal so 100 Eisenerz, dass wir die haben. Alleine kann das aber schon, ja, ein bisschen anstrengend sein. Das macht aber gleichzeitig auch Spaß. So, 109 Eisenerz haben wir. So, jetzt sitzen wir in dem Loch. Und du? Genau, wenn ihr dann fertig gemeint habt, das Loch geht natürlich noch weiter nach unten. Oder das Vorkommen. Kommt ihr hier raus. Jetzt sehen wir mal an, ihr seid hier und habt überall so einen Rand und kommt nicht mehr raus. Deswegen ist es so wichtig, noch Munition dabei zu haben. Was ihr dann macht, einfach Jetpack an, W drücken, Leertaste drücken. Und Feuer frei. Könnt ihr euch so hier euren Weg rausgraben. Da sind wir wieder an der Oberfläche. Tada! So, mit der Beute gehe ich jetzt mal zurück zum Schiff. Kobalt hole ich später. Das nehme ich noch mit. Das ist noch ein bisschen Fiber. Corn Dogs nehmen wir auch mit. Das ist noch ein Pflänzchen. Auch was schön. Aber Corn Dogs haben wir gut was zu essen. Ihr solltet nicht zu viel zu essen einpacken. Das ist auch nochmal kurz am Rande, weil die meisten Nahrungsmittel haben eine Verfallszeit. Das seht ihr rechts. Verfallszeit 24. Das sind 24 Minuten. In Echtzeit. Und wenn diese 24 Minuten abgelaufen sind, dann verfault euch das Essen. Dann habt ihr verdorbenes Lebensmittel. Das braucht man ab und zu,
um zum Beispiel Samen herzustellen oder um Pflanzbeete herzustellen als Dünger sozusagen. Aber am Anfang, also man kann es halt, man macht es nachher, ich mache es immer so, ich lasse halt wirklich eine ganze Kiste mit Lebensmitteln verfaulen, mit Lebensmitteln, die ich so finde, damit ich diese verdorbenen Lebensmittel habe für Nährlösung. Das ist immer ganz gut, dann kann ich mir da schön die Beete herstellen. Aber das gibt es in einem speziellen Farming- und Essens-Tutorial nochmal. Gut, ich schwimme mal eben zurück zum Schiff und mache einen kurzen Cut hier und sag mal bis gleich. So, wir sind wieder am Schiff angekommen und wie ihr seht, wird es langsam dunkel und wir haben auch schon Besuch bekommen. Da läuft was Grünes. Mit dem großen roten Auge. Guckt mir ins Auge, Baby. Na, bleib doch mal stehen. Ist er nicht hübsch? Der tut auch nichts. Gott sei Dank. Es gibt so Pflanzen, die hier rumrennen auf Aqua, die tun dann was. Beziehungsweise die Drohnen, die tun auch was, aber von denen sind wir Gott sei Dank noch ein bisschen entfernt. Was ich jetzt mache, ich schmeiße jetzt das Erz in den Constructor, was wir gerade geholt haben. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, wie sich das Item hier verändert. Zack, jetzt können wir nämlich Eisenbarren herstellen. Ein Eisenbarren kostet uns 5 Eisenerz. Das geht so durch die Bank weg für die anderen Barren auch. Das heißt, da kriegen wir jetzt auch irgendwie 21 Barren noch raus. Wir können 21 mal hier anschalten, da kommen immer mehr Barren raus. Eisen ist am Anfang sehr, sehr, sehr wichtig. Na, kommt da was anderes? Nee. Die berunften ja einfach rum. Es reicht am Anfang fürs Essen, wenn ihr wirklich Corndogs aufsammelt, wenn ihr auf Akua seid. Auf Omikron ist das ein bisschen anders, da gibt es keine Corndogs. Da gibt es ab und zu mal, weil das ein Wüstenplanet ist, diese Akua-Pflanzen. Deswegen, wenn ihr es das erste Mal spielt oder das zweite Mal, ist es vielleicht sinnvoll, auf Akua zu starten, damit ihr euch mit der Materie vertraut machen könnt. Das alles, was ich hier mache, muss nicht so gemacht werden. Ihr könnt euren eigenen Weg machen. Das ist der Weg, der für mich halt mit am besten immer funktioniert. Und ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge zeige ich euch dann mal, wie man die erste Base aufbaut. Und dann bauen wir uns vielleicht mal ein kleines... Ey, hör auf, mein Schiff durch die Gegend zu schieben. Dann bauen wir uns vielleicht mal ein kleines Hover-Wessel, also einen kleinen Gleiter, mit dem wir dann über den Planeten flitzen können und nicht alles zu Fuß machen müssen, damit wir die nächsten Rohstoffmaterialien zusammenbekommen. Also, das heißt, nächste Folge geht es dann ein bisschen mehr in die Grundlage, was das ganze Crafting angeht, um die einzelnen Komponenten herzustellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir eine Nachricht, packt sie in die Kommentare rein. Ich versuche, so gut es geht, zu beantworten. Und ja, ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.